Energy Downtown. Welcome on board. Promis im 360-Grad Blickwinkel. Welcome aboard! Energy, erste Runde bei uns auf dem wunderschönen Zürichsee mit der Miri Jäger. Guten Tag, willkommen. Hallo, hallo. Und der Manilio auf der anderen Seite, 360 hallo. Grad. Das heisst, für die, die jetzt hier hinschauen und fragen, wo der Manilio ist, einmal schnell Handy drehen oder am Bildschirm. Du bist mehr ein Schattenkind, oder? Ja, so. Ich habe einfach eine empfindliche Haut. Er ist aber auch nicht so braun. Look. Ja, aber das ist wirklich... Also ich bin auch nicht wahnsinnig viel grün. Nicht, dass ich jetzt das möchte vergleichen, aber... Ich kann lange probieren. Ja, du bist nicht so schlecht. Ja, aber das liegt wirklich daran, dass ich den ganzen Sommer auf dem Boot verbracht habe. Und du die ganze Zeit irgendwo in einem Studio. Bin ich denn so wert? Nein, ich war nicht so viel im Studio jetzt. Aber ich werde wirklich nicht viel brüner, als ich jetzt bin. Einfach nicht da kann ich am Monat in die Karibik machen, was ich will. So. Es ist, aber wirst du rot? So. Ja, das auf jeden Fall. Hast du eingecremt? Ja. Jetzt ist vor allem so eine Energy Air, die ansteht. Ist das so ein bisschen, kann man sagen, es ist der grösste Gig von dir diesen Sommer? Ja, wenn man es auf die Publikumsmasse bezieht, auf jeden Fall, ist es das grösste Gig, das ich wahrscheinlich je werde haben. 40'000 Leute. Das ist schon krass. Du bist ja auch publikumserprobt, kann man sagen, oder? Ja, aber nicht 40'000 Leute. Ja, im Fernsehen dann, oder? Ja, schön wär's. Ja, vielleicht eher im Fernsehen, ja. Nein, aber ich kenne mich auch so in den Musikszenen eigentlich überhaupt nicht aus. Ich habe mich vorhin gefragt, Energy Air, und ich so, Das ist unser Sommerfinale, ich kann das schnell erklären. Im Stade Suisse zu Bern, Ausgabe Nummer 3 mit 40'000 Fans. Du als Zürcherin wirst ja wahrscheinlich eher so ein bisschen im Energy Stars for Free-Bereich unterwegs sein. Dort ist es einfach nochmal, fast viermal grösser. Zu Bern. Das würde man nicht denken, oder? So, ja, ich etwas trinken. Ja, gerne. Und ich bin versorgt. Was heißt das noch? Sinalco, Rivella, Cola, whatever you like. Mayonnaise hättest du schon noch. Mayonnaise, das ist super. Als Beweis. Nein, das ist gut. Fitch ist gut. Ja. Aber lernt man dann die Künstler so ein bisschen kennen, die Grossen? Oder das ist das, was ich mir am liebsten... Die ganz, ganz Grossen. Oder werden die auch so an diesen Festivals, eben so Gurten ist oder Backstage ist und dort wirklich schön am Hang hin und so? Ja. Nein, also... Ich habe jetzt noch nicht den Jay-Z lernen können oder so. Die Leute werden dann auch immer so ein bisschen vorbeigeschleust. Aber wenn du jetzt würdest du ein Selfie machen? Ja, ich würde mega gerne den Jay-Z lernen. Das ist wirklich so, das wäre aber könntest du ihn dann zusammen nehmen? Aber wärst du dann so groupie-mässig? So, Mr. Jay, können wir... Ja, ich weiss es nicht. Beim Jay-Z ist es wirklich speziell, weil da bin ich wirklich mega Fan. Aber so, der Eminem ist halt an mir vorbeigelaufen, so am Frauenfeld. Und das ist dann... Bin ich jetzt nicht in Ohnmacht oder so. Also das ist auch, ich meine, schlussendlich auch einfach ein Mensch. Wie läuft es eigentlich mit deinen Groupies, so jetzt mit dem grossen Erfolg? Was für Groupies? Ja komm jetzt, tu doch nicht so. ehrlich. Ich habe meinen Frieden, muss ich sagen. Schon, du wirst nicht überrannt. Nein, es ist auch entspannt. Also auch zu Bern in der Stadt und so. Es ist jetzt nicht... Mir erzählen viele Leute, dass mein Lied im Radio läuft und so. Aber das hat sich für mich hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Es ist so allerhöchstens... So an Events wie zum Beispiel am Gurtenfestival oder so oder an irgendeinem Festival, wo man selber spielt, merkt man je nachdem schon, dass die Leute irgendwie reagieren, wenn sie einen sehen und so. Aber sonst ist es eigentlich relativ. Aber vor allem Gurten. Du hast ja schon immer mal Boot fahren lernen, oder? Ja. Ja, das können wir doch sonst gerade mal nutzen. Komm, machst du mal den Captain Manilio. Ja. Wo gebe ich Gas? Also ich kann dann im schlimmsten Fall abspringen, gell? Ja. Wo gebe ich Gas? Also. Eine gute Position. Ja, du kannst dich dort hinten gemütlich machen. Wir werden es überleben. Sag nur, wenn es gefährlich ist, Richtung Boot geht, dann also, komm rein. Jetzt hier oben. Einmal unten ziehen. Führen. Jetzt bist du im Standgas drin, oder? Ah. Und jetzt nicht ruckartige Bewegungen. Kannst du Auto fahren? Nein. Das ist sehr gut. Das ist gut. Wenn man nicht Auto fahren kann, dann versucht man nicht Auto fahren. Handbremskehre und so zu machen. Du kannst nicht Auto fahren. Dann gehen wir mal aus dem Berg, die Vögel. Ja, die Vögel gehen schon weg. Also wir fahren einfach mal so ein bisschen durch. Genau, jetzt fahrst du einfach da mal aus dem Seebecken raus. Und du darfst da vielleicht als rechtlichen Hinweis nicht schneller als 10 Stundenkilometer fahren. Da wird angezeigt. Egal. Ja, egal, es ist meine Prüfung, die drauf geht, der Tini. Würde ich auch sagen, egal. So, ein bisschen Schub nehmen wir da weg.
Was würdest du eigentlich so jetzt von der sportlichen Seite, das interessiert mich schon noch, so als deinen grössten Erfolg bezeichnen? Ich glaube, es ist nicht irgendwie... Also klar, die Resultate sind mega schön. Wo, wenn du irgendwie wieder eine Medaille holst oder eine WM-Medaille, X-Games-Medaille, das ist mega schön, das bleibt zuhause, oder? Das ist immer als Erinnerung. Aber so als persönlichen Erfolg ist es eben auch, wenn du so langwierige Verletzungen hast, wo du dann wirklich 10 Monate einfach out bist, am Rehab machen und das mehrmal hintereinander einfach wieder das zurückkommen, zurückschaffen, wieder an die Spitze schaffen. Obwohl, eben, irgendwie nach ich weiss nicht wie viele Verletzungen, wird das immer schwieriger. Und eben, ganz früher habe ich es auch nicht mehr geschafft, weil ich nur noch Zeug gewonnen habe. Aber ich sage einfach so, die Überwindung, auch die mentale Überwindung, das ist schon... Das ist etwas, wo ich auch stolz bin, dass ich das, weil das ist ein innerer Kampf, oder? Was ist bei dir eigentlich sportlich, Manilio? Bist du auch so unterwegs oder doch eher der gemütlich? So? Ich bin relativ unsportlich, ehrlich gesagt. Ich merke immer wieder, dass wenn ich ein Konzert habe, dass ich auch wieder so ein bisschen Konditionen aufbauen muss. Ja. Und probiere natürlich mittlerweile auch entsprechend ein bisschen zu schauen, weil ich einfach auch, wie soll ich sagen, weil ich auch liefern will. Ja. Also wenn ich Shows habe und so. Und wenn ich dann nicht mache, ist es mir auch nicht recht. Aber schaust du, trainierst du bewusst auf die Show? Weil ich meine, eine Stunde lang singen und, sag jetzt mal, rumhüpfen, ist nicht despektierlich gemeint. Aber einfach so abzuliefern. Haben die Choreos? Nein. Okay. Nein. Aber also, Hip-Hop, ja, eben, Hip-Hop ist halt viel mit Armen, links und rechts und so. Und so. Ich sage das am Publikum auch immer so, wir machen jetzt eine runde Akrobatik. es geht schon ein bisschen in so eine Richtung, aber es ist schon, also es verlangt einem schon einiges ab, würde ich jetzt sagen. Aber ich bin jetzt nicht so, also ich muss jetzt nicht jeden Tag ins Gym oder so. Für das bin ich nicht so der Typ. Jetzt kommen wir zuerst mal noch die Wellen vom Limo-Schiff. Wie fest eifersüchtig sind eigentlich Berner, dass sie keinen See haben? Also ich, der jetzt erst seit 3 Monaten in Bern wohne, kann das schwer beurteilen. Ja, die Solothurner haben ja keinen. Ja, wir haben hier. Das ist okay. Aber ich habe ja 2 Jahre in Zürich gewohnt und das ist schon etwas für sich. So. Wieso bist du weg? Das wollte ich dich schon lange fragen. Warum hast du Zürich den Rücken gekehrt? Das ist unverständlich, yes, gell? Das verstehe ich. Nein, das ich auch nicht. Es ist überhaupt nicht irgendwie Mist zu verstehen. Aber es hat einfach gepasst. Wir haben in Bern eine Wohnung gesehen, die etwas grösser ist und man gleich viel zahlt. Was halt schon mal ein Argument ist. Dann kommt dazu, dass meine ganze Band von Bern ist. Ja. Und dass wir halt irgendwie durch Proben und jetzt können wir einfach im Sommer, da hocken wir alle zusammen im Bus, oder, und fahren auch Konzerte. Und sonst hätte ich irgendwie immer selber schauen. Jetzt kommt die Welle, Achtung. Also aus Effizienzgründen kann man zusammenfassen. Ja, es haben so viele verschiedene Sachen zusammengespielt. Und nachher habe ich gefunden, ja, gut. Ich bin wahrscheinlich näher. Als ich in Zürich war, war ich immer so ein- oder zweimal pro Woche in Bern. Und jetzt bin ich etwa noch so ein- pro Woche in Zürich Maximum. Und das geht schon. Jetzt, wo wir uns ein bisschen kennen, können wir noch ein bisschen über das Private ein bisschen diskutieren. Du hast ja deinen Antrag bekommen an deinem Geburtstag, wie wir vernommen haben bei unserem internen Promi-Klatsch. Ist das nach wie vor noch so? Ihr habt es noch gut zusammen? Ja, wir haben es noch gut zusammen. Keine Breaking News, keine Headlines? Keine Breaking News. Oh Mann. Nein, ich freue mich nicht so. Ich freue mich sehr. Nein, es ist ein bisschen schwierig in den Winter. Das ist so. So die erste Saison ohne Skifahren war natürlich für mich mega her. Und dann hat auch die ganze Beziehung ein bisschen gelitten. Aber jetzt mittlerweile. Das wäre jetzt aber auch schon fast eine Headline. Depression bei Miriam Jäger. Genau. So kann man das nennen. Du. Ich habe mich wirklich deprimiert gefühlt. Ja, die Freunde vom Blick wären Freude haben. Erzähl so schön, Kamera 1. Ist gut. Nein, aber haben das Datum? Nein. Noch nicht. So weit ist es noch nicht. Nein. Also, wir werden jetzt das einfach mal geniessen. Und so wie ich uns auch kenne, wird es eh nicht so eine klassische Hochzeit geben. Also das nur schon das Organisieren, das, ja. Aber was du darfst du schnell etwas fragen? Ja, bitte, jederzeit. Mit dem, wie hat das jetzt geheißen? Wake Surf Board. Ja.
Wie funktioniert das? Das ist eigentlich so ein bisschen vergleichbar, wie wenn du in den Wellen surfst im Meer. Aber wie kommt man denn überhaupt in Fahrt? Oder kommt man gar nicht in Fahrt? Doch. Du startest mit einem Seil. Es ist auch so bei den Wellen im Meer, und jetzt werden es wahrscheinlich schon wieder all die Wake-Profis da kommentieren. Ich bin ein Laie, würde ich dir schnell vorausschicken. Wir alle. Immer toll, wenn man so Sachen im Internet macht. Ja, dann hat es ganz viele Menschen, die alles besser wissen. Also, dürfen mich gerne korrigieren, ich habe kein Problem damit. Gemäß meinem Wissensstand, ich fange den Satz so an, ist ja im Meer, wirst du eigentlich vom Druck der Wellen kannst du aufstehen und mitsurfen. Und da ist es eigentlich genau gleich. Das heisst, wir pumpen das Boot mit Wasser voll. Also es hat so einen Tank eingebaut und auch da drin. Hinten hat es so einen Tank, den man mit Wasser füllt. Und dann bringen wir das Boot in so eine Position rein. Okay. Und dann drücken wir es hinten runter. Du hast ein Seil, du liegst im Wasser rein und dann ziehen wir dich auf am Anfang. Du ziehst dich mit dem Seil ans Boot an und bist dann recht nah hinter dem Boot in der Welle. Und sobald du das merkst, dass dich nur noch die Welle mitzieht und nicht mehr das Seil, schmeißt du es rein und dann kannst du einfach hinten durch ein bisschen. Also, theoretisch könntest du es hineinschmeißen, wenn es dann wirklich kannst. In der Theorie. Ich glaube, du hast extra abgeschweift, weil über dein Privatleben haben wir noch nicht so geredet. Ja, das wissen wir schon mal noch. Dann willst du die Frage stellen, dann ist er nachher nicht auf mich böse. Ja, also mich nimmt erst einmal Wunder. Du hast vorhin gesagt, wir haben eine billigere Wohnung gefunden in Bern. Was heisst wir? Ja, ich habe eine Frau. Bist du verheiratet? Ja. Okay, siehst du, das habe ich nicht gewusst. Das hast du gewusst, oder? Mhm. Ja, ich natürlich nicht. Ich habe mich doch vorbereitet. Ja, klar. Ja, ich muss mich nicht vorbereiten. Darum habe ich brav die Frage dir überlassen. Nein, aber jetzt weiss ich es auch, das ist gut. Wie lange denn schon? Also geheiratet sind wir 2 Jahre. Gibt es den Moment, wo einem, Entschuldigung für das schweizerdeutsche Wort, der eigene Song auf die Eier geht? Ja, sicher. Aber bei mir ist jetzt das Problem ist nicht so gross, weil ich halt nicht wahnsinnig viel jetzt jeden Tag am Radio höre. Und so. Mir erzählen immer viele Leute so, ja, ich höre jeden Tag die Song im Radio. Und das ist für mich natürlich cool, aber ich muss ihn ja nicht selber jeden Tag hören, zum Glück. ich bin schon allein als Person auch nicht so, dass ich Tag ein, Tag aus meine eigene Musik hören will. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie an einer Party bin oder mit Kollegen irgendwie und er tut jemand einen Song von mir drauf, ist mir das eher unangenehm. So, ja. Das ist eher irgendwie komisch, weil so, ich will dann nicht meine eigene Musik hören. So, das muss nicht unbedingt sein. Miri hat entschieden, es wird noch ein ründelig Wake surft, was ich hervorragend finde. Also nicht nur wegen dem Surfen selber, sondern jetzt auch das Bild nachher. Während dem Umziehen, wir werden uns genau achten. Lieber nicht so. Man wird halt wahrscheinlich einfach verstecken. Irgendwo in dem 360er. Ja, das wird eben schwierig. Das ist eben das Gute im Ganzen. Man kann sich sicher nicht... ein verstecktes Ding. Ja, vielleicht da vorne. Unter dem Boot, über dem Boot. Da können wir so ein Türchen zu. Ja, genau. Zu machen. Ich weiss zwar nicht, ob man dann noch irgendetwas verstehen will, aber ich finde das hervorragend, dass du das machst. Wir sind jetzt denk am Fühlen, dass wir da auch noch eine anständige Welle für dich anbringen. Also für die, die sich fragen, was da alles so an Tönen umeinander spickt. Und dann kannst du Schwimmbesten parat machen. Dann kommt das Zeug gar nicht. Also das Mikrofon. Schau, Regie-Mikrofon abstellen. So. Ach, wird das dann? Jetzt ist es halt einfach blöd, dass wenn man dich noch verstehen möchte, muss ich dir ein bisschen näher. Die Tündler sind schon, sehr blöd, schon komische Menschen. Grauenhaft. Ja. Yeah. Aber du weißt, so sind wir bei Energy. Ja. Beide Hände gestreckt. Und dann machst du jetzt einfach so, das sieht noch viel blöder aus als die Trockenübung. Das Brett da, beide Füße genau. So drauf. Und dann schaust du, dass ich finde es am einfachsten, weil für die, die es besser wissen, ich finde es am einfachsten, wenn du die Beine am Anfang gestreckt lässt und wirklich dagegen pressest, oder? Dass dir das Brett, ja, das so im Wasser liegt, einfach unten anklatscht. Also, komm, wir probieren. Ich suche jetzt, aber ich sag dir meine Position. Jawohl. So. Und du, Mamunia. Scheiße, Mann. Nicht fluchen. Und Achtung, trocken. Jawohl. Profi. Bist richtig! Genau! So. Tschüss!
wäre die erste Folge von Welcome on Board bei Energy Downtown. Manilio, herzlichen Dank. Danke. Mimi Jäger, noch schnell abschliessend bei dir. Was steht als nächstes alles auf dem Plan? Was kommt noch von dir? Was hören wir? Was fühlen wir? Was sehen wir? Ja, wir spielen, ich glaube, so Anfangs Mitte September wird dann so das letzte Festival vorbei sein. Und dann gehen wir im Herbst noch mal ein bisschen auf Clubtour. So, und sind noch recht viel unterwegs. Und das ist so das, was mein Jahr noch wird ausfüllen wird, mehr oder weniger. Konzerte spielen. Und dann neue Musik machen, währenddem hoffentlich. Und dann gibt es dann irgendwann wieder ein Album. Wir werden es sehen, spätestens am 3. September Energy Air im Stade Suisse Bern vor 40'000 Leuten. Und vielleicht auch vorne mit dabei unsere Kämpferin Miri Jäger. Messe, wie mal bist du da gewesen? Was steht bei dir noch an dieses Jahr sonst noch? Was muss man noch wissen? ja, Moderationen einfach. Noch ein paar coole Live-Moderationen jetzt dann. Also Elite Model Look, so Backstage-Sachen. Maxim Hot 100 Moderation. Ja, ein paar lässige Sachen. Und, Ziehst du dich dann auch aus beim Maxim? Oder nein, also auf der Bühne nicht, nein. Ja. Gut, dann schauen wir das nicht. More to come bei unseren Gästen. Nächste Folge dann auch heute wieder in einer Woche. Merci vielmals. Und jetzt, ja, feel free, gehen wir noch baden, geniessen noch den Nachmittag. Danke euch fürs Kommen. Einen schönen zusammen. Merci. Energy Downtown. Welcome on board. Promis in 360 Grad Blickwinkel.